In diesem Kapitel geht es um nützliche Informationen zum Einrichten eines Makerspaces. Sie erhalten Antworten auf Fragen wie: Welche Ausstattung ist für den Anfang sinnvoll? Was muss hierbei im Hinblick auf die Sicherheit im schulischen Kontext berücksichtigt werden? Und welche Potenziale birgt das Thema für den eigenen Unterricht eigentlich? Die stetig anwachsende Fülle an Informationen im Internet kann zunächst abschreckend wirken. Daher haben wir für Sie die wichtigsten Punkte zusammengetragen. Sie erhalten Hinweise zu Anforderungen an den Raum und finden eine umfangreiche Liste von Geräten und Materialien mit Informationen rund um die Anschaffung. Welche Ausstattung es für Ihren Makerspace braucht, lässt sich nicht pauschal beantworten. Hierbei kommt es ganz auf den Kontext und den Schwerpunkt an, den Sie in Ihrem Unterricht und mit Ihrem Vorhaben setzen möchten. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, das Thema einzubinden, ist es nicht unbedingt notwendig, zum Beispiel einen eigenen 3D-Drucker anzuschaffen. Auf der anderen Seite ermöglicht eine solche Maschine die Umsetzung neuer Projekte und vermittelt sowohl technische als auch kreative Kompetenzen. Sobald ein Gerät angeschafft wird, muss es eine zuständige Person geben, die für die Wartung und für die Reparatur verantwortlich ist. In diesem Kapitel finden Sie daher ebenfalls Materialien, in denen technische Kompetenzen zur Bedienung und Reparatur der jeweiligen Maschine vermittelt werden. Diese können Sie optional, je nach Bedarf und Interesse, durcharbeiten. Von den Grundlagen des 3D-Druck bis hin zu notwendigen Handgriffen, sollte der angeschaffte 3D-Drucker im Klassenzimmer einen Fehler haben, gibt es für Sie bereitgestellte Videos aus der OER Camp Summer School.